Kannst du dafür in Steam online gehen, dann kann ich dir einen Link schicken. Weil das kann ja keine Quantenphysik sein. Hadi, ich habe übrigens Gunpowder Ist das gefunden. auch nicht? Sehr gut. So, er baut jetzt wieder. Ist jemand schon die Gänge abgelaufen? Glaube schon, ja. Die er gebaut hat? 9. Ja. Mal kurz rennen. Ich guck gerade, aber die sehen schon ziemlich abgebaut aus von uns. Ja, da wieder nach oben. So lustig ist eine Fledermaus. Tangstenohr kann man nicht rennen. Ort. Nee. Ja. Die haben das verwendet, weiß ich noch nicht. Von online in Steam. Nee, bin ich nicht. Lol. Jetzt bin ich online in Steam. Dafür braucht man eine Kiste. Cheater. Ich da auch, ja. Alter. Ach so, ach, der macht das mit Wasser. Diamantos! Sehr schön. Alter. Unsere Kisten sind sowas von verwirrend. Ich bin voll. Ja, sind sie auch. Ohne Scheiß, ich bin gerade jetzt voll am Threaten nach der Aktion. Boah, das war aber auch ganz schön. Ohne Scheiß. Das war so witzig. Wie viel Damage die gemacht haben. Weißt du, volle Eisenrüstung, ja, was machen sie? 4 Herzen pro Schlag. Das ist richtig krank. Wenn dann 2 Komma safe versagt. Christian, wo tust du die ganzen wertvollen, Also ich habe alles, was aus dem Ticketkram ist, hier in die Truhe getan. Tanksten? Ach, nochmal tanksten. Mach ich auch mal. Haben wir eigentlich noch rohes Schweinefleisch? Weiß ich gar nicht. Keine das Ahnung. Das finde ich eh total seltsam. Ich esse eigentlich so gut wie gar nichts. Ich esse eigentlich auch nichts. Ich habe seit einer Stunde nichts mehr gefuttert. Du musst auch nichts essen, wenn dich nicht bewegst. LOL! Ja, aber ich bewege mich. Au! Die Turtle ist ganz schön sauer, wenn du im Weg stehst. Ja, die haut dich. Die haut dich. Die hat mich voll platt gehauen. Okay, also halt alles klar. Lagen verbraucht Essen und ja, rennen halt auch. Was haltet ihr eigentlich von so Staubsaugern, die ganze Zeit durch die Bude fahren und sauber machen? Habe ich noch nie ausprobiert, finde ich eigentlich ganz cool. Völliger Mist, das funktioniert sowieso nicht. Okay. Das funktioniert nur, wenn du nichts in der Wohnung stehen hast. Weil der fährt ja über den Boden und wenn du da überall deine Scheiße rumliegen hast, dann funktioniert das ja nicht. Das stimmt. Na. Das muss auch. Du brauchst also einen Computer, um die Mining Turtle zu programmieren, oder was? Nee, du brauchst einen Computer und aus dem Computer machst du die Mining Turtle. Aber Hardy hat schon längst einen Mining Turtle gebaut. Ja, das stimmt, das hat er gemacht. Ach, das ist doch scheiße hier, verfickte Ficklava. Ach okay, so, ich hab ein neues Spielzeug, das ist dann so ein DOS-Fenster. Ah. Genau. Neues Spielzeug hört sich mal gut an. Ja, ich bin gespannt, was das kann. Und zwar ein Schweinekart. Ey Christian. Ja? Wie viele Diamanten brauchst du für eine Quarry? Ich glaube, ja, unter anderem 11. Das war jetzt nochmal eine Quarry. Ich hab jetzt 13. Ja, sehr gut. Alles gut. Quarry ist ein Steinbruch, der das dann aushebt. In einem bestimmten Bereich von oben nach unten. Aber das bringt dir glaube ich auch nichts, wenn du keine Endertruhe hast, oder? Wir brauchen Lapis Lazuli noch. Mit einer Endertruhe. Ah, das Ding kann die einfach in der Truhe daneben packen. Das geht ja, schon. Ah, okay. Also, du kannst sogar mehrere Truhen daneben stellen und wenn eine Truhe voll ist, geht es in die nächste rein. Wir brauchen noch Lapis Lazuli, ne? Hast du sowas gefunden? Ah, ne, wir haben Lapis Lazuli. Oh, wofür brauchen wir Lapis Lazuli? Für die Landmarks. Okay, ich hab nur einen Gegenstand. Für die was? Für die Landmarks, die du damit Weiß absteckst. Ich nicht, muss man, ich weiß nicht, ob man die setzen muss. Du musst es abstecken, ich hab, wie gesagt, ja. Hast du es gemacht? Hab ich gerade im Tutorial gesehen. Ja, sehr gut. Ich nehme mich auch. Ich habe es aber gestern im Game Mode habe ich so ein Ding gesetzt und das reichte. Und das hat einfach abgebaut, oder was? Okay. Ja, der schlägt dann Feld vor. Ich glaube, das ist dann 16x16 oder so. Beine Minecart. Wie der fällt das vor. Da kommt sie! Okay. Das dann, der hat dann. Aber damit können wir halt noch nichts so anfangen. Richtig, hat keine der vorgeschlagen. Ich habe die nur nicht selber sozusagen aus den Einzelteilen gebaut, sondern direkt die Quarry genommen. Mhm. Ohne Scheiße. Wir müssen jetzt diese ganzen Gears machen und damit müssen wir echt unten anfangen mit Wooden Gears und weiß der Geier was. Haben wir jetzt eigentlich einen Ofen? Ja, hier draußen. Bisschen feier ich ja diese Turtle, ne? Hier in das mittlere Teil tust du, sagen wir mal, ein Stück Kohle. Dann fängt er an zu pumpen und dann tust du hier in das linke, in das Ofending dann rein, das rein, was du gebrannt haben willst. Das
geht ziemlich fix und braucht nicht so viel Kohle. Oh ja. Dann kommt er da rechts raus. Moment. Oder kommt das links raus? Ja, stimmt. Ja, rechts kommt das raus. Kommt doch links, also wenn das rechts blockiert ist, weil da noch Kohle drin ist, kommt das. Ach, weil da noch Kohle drin ist, ja. Das ist echt voll das gute Strip-Mine, ohne Scheiß. Du lässt die Turtle vorbauen. Ja, und dann, wenn die zwei Fähre, genau, du rennst da einfach hinterher. Die ist schneller als du beim Hinterherrennen bist. Also kannst du die dann auf zwei einstellen und dann, ja, lässt du die erstmal bauen und dann. Für jeden Gear brauchst du einen Gear vorher. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wooden Gears brauche ich erstmal. Alter, wie viel der ist. Alter, und Gold Gear und Diamond Gear. Ja, ja, Diamond, du brauchst Gear. Halt schon recht viel, aber Diamond ist. Soll ich halt die Gold Gear bauen? Ja, wenn du kannst. Also ich habe jetzt die Wooden Gears. So, die brauchst du halt für die Stone Gears. Okay. Und so weiter. Ja, voll, ich kann nur mal gucken. Krasse. Den Shuttle. Turtle ist weg. Die Turtle ist am Laufen. Also ich dachte auch vorhin, sie sei weg. Wenn wir das gleichzeitig machen, weil wir dann nicht wissen, wer welche Gears hat. Doch, ich mach die Gold Gears. Okay, dann mach ich die wieder. Iron Gears. Genau. Stone Gear brauche ich. Oh Gott. Dann brauche ich Stone und brauche noch Gold. Nein, wir haben zu wenig Gold, Christian. Ah! Sie kommt! Meine Frage, der Steinbruch, Christian, den du hast, ist ja so ähnlich wie die Minions. Ja, genau. Der buddelt dann einfach straight nach unten, so einen Kasten. Bis auf null. Und Scheiß. Ich töte dich. Du stehst mir im Weg. So, hier, ich kann dir aber schon mal die Wooden Gears geben. Die brauchst du für die anderen. Ich hab schon. Ich hab schon eine Stone Gear. Achso. Ja. Ich brauch nur noch Eisen noch. Also das lustige Teil ist gerade an mir vorbeigefahren, Bram. Eisen haben wir nicht mehr, müssen wir farmen gehen. Was? Wir hatten nur noch 50. Was? Die hab ich vorhin da reingepackt. Heidi fliegt gerade wahrscheinlich mit dem Jetpack durch die Gegend oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich meine, wir haben ja mal zwischendurch auch immer wieder Eisen genommen, um den ganzen Kram da zu bauen. Ich habe aber vorhin noch 25 Eisen da reingepackt. Gerade waren es noch 50. Die hatten wir da drin am Anfang und da haben wir ein bisschen gebaut. Boah, und dann habe ich 25 noch da reingepackt. Die Iron Gears hätte ich damit fertig. Genau, aber pass auf, das Ding macht dich echt platt, wenn er zurück will. Das nimmt echt keine Rücksicht auf dich. Und Gold brauchen wir noch. Das ist doch Iron. Sind hier in dem wo ist denn Iron? Schon so ein kleiner Cheater. Also hier in der Kiste. Hier ist ja mega Rift. Okay. Alter. Diamanten. Dann tun wir alles. Ach, mal noch, dafür da ist noch Eisen. Okay, gut. Ich würde sagen, sollen wir Jetpack probieren? Ja. Ja, nee, noch nicht. Okay, nee. Also wir brauchen erst, Problem ist halt dieses Gummi. Ja, die Diamonds, das kriegen wir, halt spitze. Das kriegen wir durch die Bäume da vorne natürlich, aber... Ja, hier hast du noch Gold gefunden. Wir können den ganzen Vorgang auch beschleunigen. Nicht. Dafür brauchen wir allerdings ein paar Maschinen und an denen sitze ich gerade. Wir noch viel Gold. Wenn die stehen, dann können wir uns an den Jetpacks wagen. Aber willst du die Maschine jetzt wirklich hier hinbauen, wenn wir umziehen wollen? Wollen wir nicht erst dann umziehen? Ja. Ihr wollt schon umziehen? Christian, ich hab fertig. Wir haben einen geilen Ort gefunden. Weil wenn du jetzt anfängst, hier eine Infrastruktur aufzubauen, dann werden wir sicher nicht mehr umziehen. Christian, ich hab die fertig. Ganz recht. Ja, dann tu die hier rein neben die Iron Gears. Wir müssen dann jetzt noch die Diamond Gears machen. Dafür brauchen ja wieder alle. Ja, dann hätte ich quasi vier Gold Gears machen müssen, ne? Ja, eben. Achso, soll ich die nochmal eben machen? Achso, hier ist der Gang. Ich hab noch alles gerade. Ja, wenn du das Gold dafür noch hast, ja. Dann sind wir fertig. Dann haben wir die fertig. Ich hab noch alles. Zwei Stück brauchen wir, ne? Sechs Kisten. Dann nehme ich einfach mal mit. Oh Gott, dann müssen wir aber wieder zwei... Oh Gott, dann müssen wir zwei... Oh, dann renne ich schon mal, wa? Dann müssen wir wieder zwei Equus Accumulator bauen und zwei Steam Engines. Können wir eigentlich nicht aus... Warum? Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite mal einen Ausgang bauen. Wir müssen die Quarry jetzt wahrscheinlich betreiben. Schon. Ich brauche noch Eisen, Christian. Hast du noch mal irgendwas? Aber wir sind uns da vollkommen einig, dass wir da oben bauen wollen. Ja. Nicht, dass jetzt irgendwie einer sagt, okay, nee. Das andere ist doch geiler. Wir sind uns einig. So, da ist doch noch Eisen drin. Okay. Also ich finde die Stelle, die wir jetzt als erstes ausgesucht haben, eigentlich auch cool. Guck mal. Aber die andere ist irgendwie... Musst du nämlich nicht so weit laufen. Awesome. Ja, aber nice. Alter, ist das weit. Ja, dann können wir ein bisschen rennen. Ich meine, als nächstes nimmt wer auf? Ich. So viel rennen müssen wir, glaube ich, gar nicht. Boah, ich glaube, ein paar Mal wird das schon sein. Ich glaube auch, dass das ein paar Mal wird. Echt? Aber schon so viel? Krass. Die Turtle macht gute Arbeit, ohne Mist. Ich komme echt nicht hinterher.